um die Ecke kommen und erschreckt zu werden, das ist Halloween natürlich immer ganz, ganz wichtig. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich meinen Pop-Up-Prop, meinen Pop-Up-Geist hier baue. Das ist ein Geist, der sitzt hinter einer Kiste und wenn man daran vorbeigeht, dann springt er nach oben. Macht natürlich auch Geräusche, denn wir reden hier über ein Animatronic. Ich zeige euch, was alles zum Projekt dazugehört, wie es zusammengebaut wird, wie es gesteuert wird und wie am Ende das fertige Resultat funktioniert. Und damit legen wir los. Herzlich willkommen bei Oskar Hunter. Abonniert den Kanal. Los geht's! Das Projekt startet natürlich wie immer mit einem Haufen Holz und Bretter bei mir. Und wir haben hier das Holz für das Gestell, auf dem der Geist sitzt. Und wir haben hier das Holz für die Kiste, die dann quasi außenrum ist und das Gestell verdeckt. Und ich habe das schon mal soweit zurechtgesägt. Und wir haben hier zwei Latten a 65 cm, drei Latten a 25 cm, eine Latte 40 x 60 mm, 35 cm lang. Hier sitzt die Mechanik für den Geist drauf. Und eine Latte, da liegt dann der Geist vorne drauf. Um die Mechanik zu entlasten, die säge ich mir dann zurecht, wenn ich sie messen kann. Ansonsten habe ich hier das Holz für die Kiste und die Latten sind 40 cm lang. Das heißt, die Kiste ist zum Schluss 40 cm hoch und die Bretter säge ich mir dann zurecht, wenn ich sie benötige. Aber im ersten Schritt werde ich erstmal das Gestell für den Geist zusammenbauen. Ja, damit ist das Gestell fertig und mehr ist es dieses Mal nicht. Und mal kurz zur Erklärung noch einmal. Von dieser Kante hier bis Mitte dieser Latte hier sind es 50 cm. Und diese Säule hier steht auch nicht in der Mitte, denn von hier bis hier sind es 16 cm. Denn hier oben kommt dann die Mechanik drauf und die steht hier ein wenig über und dieser Punkt ist dann quasi in der Mitte. Das heißt, im nächsten Schritt können wir die Mechanik und die Elektronik einbauen. Angetrieben wird das Ganze von diesem 40 Kilogramm Servomotor und den Motor habe ich schon einmal in meinem anderen Projekt verwendet, bei der Gruseltoilette. Link ist unten in der Beschreibungsbox mit. Schaut auf jeden Fall mal rein, lohnt sich. Das Projekt ist echt cool. Ich verwende hier diesen Aufsatz, um dann das Rohr zu befestigen. Das ist dieses hier. Hiervon steckt dann der Geist drauf. Und von der Spitze gehe ich 50 cm hier zurück und dann wird der Motor so befestigt und dafür bohre ich die Löcher hier auf und verwende zwei Schrauben M3, um das Ganze zu verbinden.
Ja, der Servomotor allein nützt uns natürlich noch nicht viel, deswegen haben wir hier noch das Gehirn, die Steuerzentrale des Ganzen. Und zwar haben wir hier am Start einen Arduino Uno R3, ein Soundmodul, hier werden drei Sounds abgespielt. Hier habe ich noch verbaut ein Teil zur Regelung der Spannung und der Stromstärke für den Servomotor. Hier geht es dann zum Servomotor hoch und darüber kann ich Spannung und Stromstärke für den Motor einstellen. Hier geht es dann zum Netzteil, das Ganze läuft mit 12 Volt. Und wir haben noch eine 3 Ampere Sicherung, um das Ganze abzusichern. Und das Netzteil liegt erstmal hier daneben, das ist zu Testzwecken, hier kommt dann noch ein anderes rein. Ausgelöst wird das Ganze über einen Ultraschallsensor. Und warum habe ich jetzt den hier genommen? Im Vergleich zu einem Bewegungsmelder erlaubt mir der Ultraschallsensor, Distanzen zu messen. Und das Ganze wird dann so programmiert, dass man sich dem Prop frontal nähern kann. Und erst wenn eine bestimmte Distanz unterschritten wird, dann wird das Ganze Prop ausgelöst. Im Vergleich zum Bewegungsmelder, der löst ja sofort aus, wenn der irgendeine Bewegung erkennt. Ich hoffe, das Ganze funktioniert dann so, wenn das mit der Kiste alles zusammengebaut ist. Aber erstmal würde ich sagen, wir machen mit diesem Setup einen Testlauf. Gut, alles ist aufgebaut. Der Ultraschallsensor liegt hier vorne auf dem Netzteil und der Lautsprecher da hinten ist auch angeschlossen. Und ich würde sagen, ich gehe einfach mal vorbei. Das Ganze ist so programmiert, dass eine kurze Pause ist, wenn dann der Geist oben steht. Ansonsten bin ich zufrieden, das ganze Setup funktioniert soweit. So, das ist jetzt unser Geist, unser Sensenmann, unser Flattergespenst hier. Der kommt jetzt hier drauf. Der ist ganz normal im Laden gekauft. Den gibt es so fertig. Und damit er hier drauf passt, habe ich auf der Unterseite des Kopfes ein Loch gebohrt. Ich zeige euch das mal kurz. Da ist es. Und damit kann ich den Kopf jetzt einfach hier drauf schieben. Und damit ist er jetzt fest. Und hier kommt jetzt noch ein Holz unten drunter und das Holz hat den Hintergrund, wenn der Kopf runtergeht und in Ruheposition ist, liegt der Kopf auf dem Holz und entlastet quasi den Motor, damit der Motor nicht die ganze Zeit das Gewicht des Kopfes tragen muss. Gut, Innenleben ist damit soweit fertig und ja, Steuerung funktioniert, Mechanik funktioniert und was natürlich noch fehlt, ist die Kiste außenrum. Die werde ich einmal im Schnelldurchlauf für euch zusammenbauen, dann schauen wir uns noch das fertige Ergebnis an und ja, dann gibt es natürlich noch ein kleines Fazit. Die Kiste besteht aus 4 Brettern a 50 cm, 4 Bretter a 70 cm, 2 Bretter a 65 cm und 2 Bretter 60 cm. Diese werden dann zusammengeschraubt. Hier kommt es natürlich nicht auf das genaue Maß an. Und am Ende erhalte ich 3 einzelne Seitenteile.
Kanten hinten nicht so schön aussehen, nehme ich hier noch die Stichsäge und bearbeite diese. Okay, kleiner Einschub an dieser Stelle. Es wäre kein Projekt, wenn alles richtig funktionieren würde. Und an dieser Stelle ging natürlich auch wieder etwas schief. Und zwar hat es diesen Servoarm hier weggedreht, besser gesagt den Zahnkranz hier in dem Servoarm. Ich war gerade dabei, die nächste Szene vorzubereiten und ja, das Prop war angesteckt, hat ausgelöst. Und der Arm ging ein Stück nach oben mit Geist drauf und fiel nach unten. Und ich habe das dann auseinandergebaut und habe gesehen, dass der Zahnkranz hier drin, man sieht man nicht auf der Aufnahme, ist quasi weggedreht worden. Ja, das ist nur ein Stück Plastik letzten Endes. Hätte man sich vielleicht denken können, dass das nicht hält vom Gewicht her. Aber gut, habt ihr gesehen, es hat erstmal funktioniert. Ich habe jetzt nochmal so einen Servoarm in Alu bestellt. Und ich habe das Ganze mir angebaut und das Schöne ist, hier sind zwei Schrauben, mit denen man den Servoarm wunderbar auf der Welle des Servomotors befestigen kann und ich denke mal, das Ganze hält jetzt. Ja, das nochmal als kleiner Einschub hier und weiter geht's. Gut, unsere Kiste ist fertig und ihr habt gesehen, da ist nicht viel dazu. Noch ein paar kleine Worte an dieser Stelle. Die Kiste ist 50 cm breit und hier unten 70 cm in der Tiefe und hier oben so circa 50 cm und hier hinten haben wir quasi so eingesägt, damit das so aussieht auf beiden Seiten, als wenn die Kiste weggebrochen wäre, also zerbrochen wäre. Dann haben wir noch die Leisten hier zur Stabilisierung und hier vorne haben wir in den Ecken jeweils zwei Leisten. Das hat den Hintergrund, dass ich hier drei einzelne Wände habe, denn ich werde diese Kiste nach Halloween wieder auseinanderbauen. Denn drei einzelne Wände lassen sich natürlich besser verstauen als so eine Kiste hier im Ganzen. Ansonsten haben wir hier alte Palettenbretter. Die hatte ich noch auf Lager. Und die haben natürlich hier so schöne Beschädigungen. Und hier oder hier oder hier. Und da muss man eigentlich gar nicht viel machen. Ich werde wahrscheinlich die Leisten hier, die Latten nochmal in Acht nehmen, damit die nicht so strahlen. Ansonsten ist die Kiste jetzt soweit fertig. Parallel dazu habe ich das Gestell, auf dem unser Geist sitzt, hier noch einmal nachlackiert mit schwarzer Spraydose hier, schwarze Sprühfarbe, damit es dann nicht so strahlt. Und ja, ich baue jetzt das ganze Prop einmal komplett zusammen und zeige euch dann das fertige Setup. Das ist das fertige Setup. So sieht das Halloween Prop dann am Ende aus. Und ja, wenn wir manchmal rumlaufen, dann sieht es von der Seite aus. Und ich habe jetzt noch den schwarzen Halloween Stoff über die Kiste drüber gehangen und der geht auch durch die Kiste quasi hindurch. Der ist so reingelegt und damit fällt der Geist jetzt noch weniger auf. Den Sensor, den Ultraschallsensor, den habe ich hier unten in den Schlitz reingebaut. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie das fertige Prop jetzt funktioniert. Thank you.
Ja, das war das Projekt Halloween Pop-Up Geist und ihr habt gesehen, das hält sich vom Aufwand her noch im Rahmen. Die Kiste ist schnell gebaut, der Geist ist fertig. Das einzig Aufwendige an dem Projekt ist aus meiner Sicht wieder die ganze Steuerung, die ganze Elektronik dazu. Aber ansonsten bin ich schon ziemlich begeistert, wie gut das hier mit dem Ultraschallsensor funktioniert. Gerade das Auslösen mit den Distanzen, mit dem Abstand, das funktioniert wirklich ziemlich gut. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Feintuning betreiben. Bis Halloween habe ich schon festgestellt, was das Auslösen betrifft, also was die Steuerung des Geistes hoch und runter betrifft. Da muss ich noch ein bisschen nachjustieren. Ansonsten bin ich wirklich begeistert, wie gut das hier funktioniert hat. Und bis auf das eine kleine Problem mit dem Arm vom Servo hat das schon ziemlich gut funktioniert. Der Kumpel wird auf jeden Fall irgendwo in meiner Halloween-Dekoration zu finden sein. Wenn ihr also vorbeikommt, werdet ihr den Kumpel hier irgendwo entdecken können. Wir sind damit am Ende angekommen und schreibt mir gerne eure Meinung zum Halloween-Prop unten in die Kommentare dazu. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das ebenfalls gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das nicht schon getan habt und macht den Daumen nach oben. Folgendes sage ich danke fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video und sage danke fürs Zuschauen, Happy Halloween!